Hallo, liebe Freunde des geliebten Bauernhofes, willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Und zwar gibt es viele, 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 viele neue Features. Und zwar gab es zwei Updates, einmal vor einer Woche am Mittwoch und am letzten Sonntag. Werde dann später nochmal auf die einzelnen neuen Dinge eingehen. Ein neues Feature ist der Spielplatz bei uns. Den kann man jetzt hier reparieren, ausbauen und so weiter. Das ist eines der neuen Features. Und kann auch jetzt hier die Schaukel reparieren und Rutsche und ne, das Haus und hier den Sandkasten kann man fertig machen. Und ja, auf jeden Fall viele tolle Sachen. Es gibt auch jetzt sogenannte Busreisestationen. Da kann man dann von A nach B fahren. Ne, das heißt verschiedene Punkte. Das sind so Schnellreisepunkte. Kostet, glaube ich, auch nichts. Können wir nachher mal testen. Und man soll sogar wie sagt man, mit Fahrzeugen springen können. Ne? Das erleichtert uns die Sache, weil unser Trecker ist ja auf jeden Fall nicht gerade der schnellste. Und ja, auf jeden Fall freut mich, dass hier auch die ganzen Features, die jetzt neu mit eingebaut wurden, wo ich dann gleich später ein bisschen drauf genauer eingehe. Wir werden jetzt gleich erstmal zu Lydia eiern und ihr die frohe Kunde mitteilen und werden dann zu Frank rüberfahren und uns diesen, ich glaube, Miststreuer war es, ne? Oder diesen Güllewagen. Ja, das können wir irgendwie immer noch nicht reparieren. Hier sehe ich gerade unser Rondell. Ansonsten. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch neu mit dabei ist, hier diese Reste, ob man dann irgendwie sauber machen kann oder so. Ja, auf jeden Fall, ja. Tür ist zu von innen, die wir von außen zu machen sollen. Auf jeden Fall gibt es viele, viele neue Dinge, die wir gemeinsam erleben können. Ich freue mich auch wieder, dass ihr wieder mit dabei seid und euch gemeinsam mit mir hier die Weiterentwicklung des Bauernhofes anschaut. Eines der neuen Features seht ihr hier zum Beispiel. Es gibt Tiere jetzt auf der Karte. Guck mal, ein Storch. Da hinten fliegt auch irgendwas. Tiere gibt es jetzt hier. Und das macht das Ganze so ein bisschen lebendiger. Ja, auch das Ganze drumherum und so weiter. Unser Rapsfeld müssen wir auch nochmal abernten. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und jetzt kommen wir zu dem. Toll, ich wollte euch das schön präsentieren, und ich die Tür aufmache. Ja, und zwar haben wir jetzt ein neues Vehikel. Und zwar einen sogenannten Pickup. Und mit dem können wir uns jetzt hier bewegen. Hat auch nichts gekostet. Ne? Der ist jetzt hier von den Entwicklern mit eingebaut worden. Man merkt auf jeden Fall, dass die Entwickler an dem Spiel daran arbeiten. Man soll auch die irgendwie reparieren können, die Fahrzeuge. Und dann fahren wir das Auto mal raus und schauen uns das mal genauer an. Ein LKW-Rückfahrsound, auch cooler, aber einen kernigen Motorsound hat der. Und schauen wir uns das Ding mal an. Auch ein bisschen rostig, aber ja, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So. Auch von innen, ja, ist ein bisschen verlebt, vergriffen und so weiter. Aber auf jeden Fall cool. Auch der Sound des Fahrzeugs auch sehr, sehr nice gemacht. Die Spiegel sind noch nicht eingeblendet. Ich denke mal, das wird noch kommen. Und ich würde vorschlagen, wir bewegen uns jetzt mal ein bisschen hier mit unserem Auto und fahren mal ein bisschen rum und geben mal ein bisschen Gas. Mal gucken, wie schnell die Kiste ist. Mal schön, ne? Hier gucken, ob auch ein Auto kommt. So, dann geben wir mal Gas hier. Ja, und der fährt auf jeden Fall schon ordentlich schneller als unser Trecker oder Traktor, unser John Bier. Guck mal, da haben wir noch einen Storch. Da schleichen wir uns jetzt mal ganz leise an. Und, na, weg ist er. Toll. So. Gibt auch jetzt hier so eine Feuerstelle. Das heißt, da kann man dann ja, Feuer machen. Letztendlich kann sich abends gemütlich zusammensetzen und kann
hier dann auch, ja, einfach mal sitzen. Auch nicht schlecht. Auch ein neues Feature. Kann das dann auch wieder ausmachen. So. Ne, weil wir wollen ja nicht, dass irgendwas abbrennt hier. Und hier, ach, wen haben wir denn da? Hallöchen, schönen guten Tag. Wir reden später. Ja, toll, Ella. Alles klar. Deutsche Sprache wurde auch eingebaut. Und so wie das sich anhört, ja. Hat der Kollege dort einfach im Fass entsorgt oder was? Was denn da nicht okay? So, Busstopp. Man rennt da einfach hin, drückt Enter und ja, springt dann beispielsweise irgendwo hin. Das heißt, man klickt dann einfach auf die Busstation und kann dann da hinspringen. So, haben wir mal eben kurz gemacht und dann dauert es einen kleinen Moment und schon sind wir beim Baumarkt. Ja. Ich glaube, das kostet auch nichts. 7.111, okay, merken wir uns mal. Dann springen wir wieder zurück. So. Steht unser neues Vehikel? Nö, kostet uns nichts. Schon mal gut. Ja, alles das, was kein Geld kostet, ist schon mal sehr, sehr positiv. Dann wollte ich noch mal was testen. Und zwar hatte ich einen Kommentar zu dem, ich glaube, zu dem 12. Teil. Moin, guck mal, neues Auto hier. Hallo. Na, guckst du, wa? Tja, kerniger Sound hier, Licht an, Licht aus. Und zwar, ich glaube, im 12. Teil hier, wo ich die hier Home Sweet Home die Folge gemacht habe, war die Frage, ob man auch anderweitig irgendwie die Paletten abtransportieren kann. Meines Erachtens geht das wirklich nach wie vor nur mit dem Transporter, den man bei dem Fahrzeughändler kaufen kann. Aber kann ja sein, dass wir jetzt mit dem Pickup irgendwie was vielleicht transportieren können. Deswegen fahren wir da. Ja. So, wir machen unser Auto schon direkt kaputt. Und fahren jetzt erstmal gegen den Zaun. Und schauen jetzt mal hier, ob wir da vielleicht trotzdem was verladen können. Oder ob es hier vielleicht so einen Gabelstapler gibt. Gucken wir mal. Inwieweit wir da vielleicht irgendetwas machen können. So, da fahren wir dann mal ran an der Rampe. Ja, wir fahren erstmal gegen die Rampe. Das ist auch sehr toll. Da ist unser Laden. Ne? Und dann gucken wir mal hier. So, Holzlasur. Na, haben wir letztes Mal schon mitgenommen. Also vereinzelt konnten wir die ja mitnehmen. Man müsste dann immer hin und her fahren und das ist ja eher suboptimal. Ne, da kann man nicht rein. Jetzt gucken wir mal da drin. Vielleicht haben wir da irgendwie so einen Hubwagen oder sowas. Neues Material? Nö. Ist nichts drin. Ah, guck mal, Office. Das ist, glaube ich, auch neu, oder? Das heißt, die Beschilderung ist auch neu. Nö, da ist auch nichts. Vielleicht, dass man sich hier wie so einen Gabelstapler ausleihen kann und dann verladen kann auf dem Pickup. Das wäre auch eine coole Sache. Nö. Haben wir auch nicht. Ja. Nehmen wir mal die Holzdielen hier. So. Nö. Also wir können nach wie vor nur auswählen. Und. Nö, können da soweit? Nö. Müssen wir uns so wohl doch hier auf den Transporter irgendwann mal ansparen. Der kostet ja nur. Ja, sei aus der Portokasse, ne? 40.000. Da haben wir auf jeden Fall noch ordentlich zu stricken. Bis wir den dann auch haben. So, wir fahren dann gleich zu Frank rüber und fahren dann zu Lydia und kümmern uns hier um die Aufträge, beziehungsweise in einer der vorherigen Folgen, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, hatten wir mit William gesprochen, auf Wunsch von Lydia, dass er sie noch gerne zum Tanzen ausführen würde und den kommen wir jetzt nach, indem wir ihm die frohe Kunde quasi mitteilen. Und da hinten, guck mal, was ist denn da? Rehe oder sowas? Das ist ja toll. Also man merkt hier, die Entwickler haben sich wieder sehr, sehr ins Zeug gelegt über die Feiertage und auch jetzt zum neuen Jahr und bringen uns viele, viele tolle Features, die uns das Ganze hier, ja, noch lebendiger gestalten und wo wir dann noch mehr Spaß haben. Also knapp 60 fährt die Kiste.
Ist schon mal recht ordentlich. Also doppelt so schnell. Oder mehr als doppelt so schnell wie unser. Wie unser Traktor. Oh, guck mal. Das ist ja. Oh, ein Riesenernter hier. Hier so ein Mähdrescher. Ach, guck mal hier. Das ist ja ein tolles Teil. So ein Hightech-Ding. Kostet wahrscheinlich wieder ein Riesenvermögen. Ich glaube, das ist auch neu, du. Das ist ja super. Gucken wir mal, was der kostet. Ja. 110.000 oder 55.000 und 110.000 Sozialpunkte. Ja. Wir kommen dann mal in der 100. Folge wieder, ne? Und können uns das dann, dann auch leisten. So, der Rückfahrtsound. Hört sich an, als fahre ich einen LKW. So, fahren wir mal hier drüber. So. Aha. Cool, da haben die einen neuen Sound eingebaut. Ist der Zug denn schon? Nee, der ist noch nicht ganz. Aber ich meine, der Sound, der war beim letzten Mal auch noch nicht, wo wir hier schon mal anhalten mussten. Ist auch cool. Also viele, viele tolle Dinge hier. Also macht immer mehr Spaß, dieses Spiel zu spielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist irgendwie Suchtfaktor 2.0 hier, dieses Spiel. Und fängt an und will gar nicht mehr aufhören. Ja, da müssen wir dann gleich hin. Ich glaube, da ist Frank. Wir fahren aber jetzt erstmal zu der Lydia. Ach, guck mal, da läuft doch einer. Wollen wir mal fragen, ob wir den mitnehmen oder so? Hallo, junger Mann, kann ich Sie mitnehmen? Nein? Hallo, wollen Sie mitfahren? Wollen Sie mitfahren? Nö, okay, gut, alles klar. Tschö. So. Weiter geht's. Rechts rein hier. Da haben wir auch wieder eine Bushalte. Da hätten wir es eigentlich auch hin teleportieren können. Oh, da vorne rechts wieder so ein Reh. Aber das gucken wir uns mal an aus der Nähe, du. Müssen wir ganz leise sein? Oh nein, mein Magen knurrt. Ich krieg Hunger. Guck mal. Oh, geil, guck mal. Was ist das? Ein Reh? Das ist ja cool. Das ist ja nicht schlecht, oh. Also es macht... Oh, da hinten wieder ein Storch im Feld. Also ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Leben hier. So, dann werden wir mal ja, zu ihnen fahren. Die sind ja gleich da. Ich meine, die haben auch ein bisschen was hier an den Häusern geändert. Ist auf jeden Fall jede Menge. Da ist es schon. Juhu, hallo. Komm gleich rüber. Ja. Schön der Sound vom Auto. So, wollen wir mal gucken, was er zu sagen hat. Ich bin so glücklich. Ich kann an nichts anderes mehr denken als an William. Das freut mich für dich. Sehr schön. So, wir haben ja ein paar Sozialpunkte gesammelt. Glückwunsch. Du hast dir den Düngerstreuer verdient und der Maid geholfen. Ach, guck mal hier. Kollege Schnürschuh, Daniel. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt ein zerpflügendes Feld in der Nähe. Willst du das übernehmen? Oh, okay. Gibt auch neue Aufträge. Da haben die wahrscheinlich auch ein bisschen was. 700. Oh. Gucken wir später Danke, drum. Aber nicht jetzt. Vielleicht später. So. Dann wollen wir mal gucken hier. Ja. Hallöchen, Lydia. Ach, guck mal da. Da, da. Versprechen, versprechen. Hä? Aber liefern Sie? Ich denke nicht. Was? Was ist denn jetzt hier los? Reden die über mich oder was? Das dachte ich auch gerade. Hallo, sprecht ihr über mich? Ja, braucht gar nicht zu gucken. Kollege. Hi. Guten Tag. Gucken, ob da irgendwas zur Auswahl ist. Sie sehen nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut, danke.
Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es! Okay. So. Viel Glück. Wir sehen uns. Okay. Die haben noch nicht über mich geredet, oder? Oder? Lästern die über mich, oder was? Das erzählen sie uns. Aha. Ach, guck mal, das scheint auch nur das Feature zu sein, dass die sich so ein bisschen unterhalten über andere Leute oder so. Ich hoffe nicht über mich, du. So, fahren wir mal rum hier. Aha. Das hast du schon häufiger gesagt. Können wir den auch ankuppeln da? Nee. Müssen wir ja mal gucken. Auf jeden Fall scheinen die Leute dann auch, ja. Immer die gleiche Geschichte, nie pünktlich. Okay, vielleicht sind das dann auch so Aufträge, die man kennt, ne? Die quatschen so ein bisschen und dann kriegt man dadurch einen Auftrag oder so. Das kann natürlich auch sein. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Auch ein neues Feature. Ja, mit dem Gamepad hatte ich ja gesagt, dass ich es mal testen werde. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Werde ich dann bei Bedarf nochmal tun. Und euch da auch mal Feedback geben, wie das funktioniert. Jetzt fahren wir mal zu Frank und wollen uns, ich glaube, das Güllefass, ne, da erarbeiten. Müssen wir mal gucken. Ach, guck mal, die Vögel da oben. Oha. So, wo müssen wir jetzt rein? Ach, da können wir rein. So. Ja, moin. Da bin ich, Frank. Bin gleich da, park mal kurz meine Karre hier und dann geht's los. So, dann wollen wir mal gucken hier, was er uns so zu erzählen hat, was wir machen sollen. Ja, brauchen Sie etwas? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich könnte den Miststreuer dort drüben brauchen. Interessiert? Wissen Sie etwas über Bauwesen, Instandsetzung? Sicher, ich bin ziemlich erfahren. Schön zu hören. In Ordnung, ich bin gerade viel unterwegs und diese Geil. Gebäude erfordern viel Arbeit. Reparieren Sie sie für mich und der Streuer gehört Ihnen. Das ist ja cool. Das klingt fair, das passt. Das ist ja geil. Habt ihr mal auf die Stimme geachtet? Wenn ihr jetzt euch nicht spoilern lassen wollt, habt ihr die Stimme erkannt? Und zwar ist das die Stimme, für die Leute, die es jetzt nicht wissen wollen und selber erfahren wollen, bitte Ohren zuhalten, die Stimme von dem YouTube-Kollegen Garderol, ne, von garderol.tv oder dem Channel Garderol. Der hat da auch exklusive, mit dem Entwicklern dann wohl Aufnahmen gemacht und hat die dann eingespielt. Echt eine coole Sache, auf jeden Fall. Finde ich auch ganz nett und auch gut gemacht. Man hört die Stimme von ihm, aber irgendwie wirkt das mehr so gekünstelt zum Einsprechen. So, denke ich mal, da hat er einen Text vorgelesen und unter gewissen Vorgaben und so weiter. Auf jeden Fall echt cool, dass sie da auch einen YouTuber mit eingebaut haben. Ich weiß gar nicht, ob irgendwie noch ein zweiter hier dran beteiligt war. Na, auf jeden Fall echt cool mal, dass auch bekannte YouTuber, die auch quasi bei den Spielen mithelfen, dann auch hier das Preview dazu gemacht haben, dann auch damit so eine kleine Sprechrolle bekommen. Ne? Finde ich echt nicht schlecht. Auf jeden Fall sehr nett gemacht. So, was sollen wir machen? Wir sollen hier so ein paar Gebäude reparieren vom Kollegen Frank aka Garderol und sind jetzt gerade dabei, hier alles zu machen. Ne, das kennt ihr ja schon hier mit dem... Wobei, die Gebäude, die sind, glaube ich, auch neu, oder? Guck mal, die sind... Sehen alle ein bisschen anders aus. Da vielleicht haben sie da auch noch ein bisschen dran geschraubt. Gehen wir mal so ein bisschen auf die Updates ein. Während ich hier so ein bisschen repariere, denke ich mal, ist ein guter Zeitpunkt dafür. Und zwar gab es letzte Woche Mittwoch, mal so vor einer Woche, gab es... Gamepad-Update. Der zweite Teil plus das Wildlife-Update beinhaltet letztendlich, dass sie wohl noch einen Fix gemacht haben für das Gamepad,
dass man hier verschiedene ja, Funktionen haben kann. Die haben irgendwo nochmal die Achsen angepasst. Auf jeden Fall, dass man auch mit diesen ganz normalen Xbox-Controllern halt auch eine, ja, sagen wir mal, praktikablere Steuerung hat. Dann ist es so, dass neuen Fix dazu dem Gamepad gab und das Wildlife-Update. Das Wildlife-Update hat halt dieses neue Fahrzeug für uns zur Verfügung gestellt, den alten Truck, also den Pickup, der sich rein, wenn er, sag ich mal, wenn wir starten, richtig schön wie so ein V8 anhört, also richtig schöner amerikanischer Pickup, auch sehr gut gemacht. Dann gibt es auch eine sogenannte Kettensäge, glaube ich, wo man dann Büsche und so weiter kleiner machen kann. Ich guck mal, aber nicht für große Bäume steht hier mit dabei, soll das sein? Das ist hier die englische Übersetzung hier von Steam. Dann gibt es dieses Campfire, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Es gibt auch Bier, aber natürlich nur alkoholfreies. Muss ich mal gucken, hier bei dem Händler dann irgendwann mal. Dann gibt es auch noch so ein paar Animationen. Ach, man kann sich hinsetzen. Okay, cool. Man kann sich dann nur ans Feuer hinsetzen. Das müssen wir auch nochmal austesten. Adler. Also sprich, ja, hier Tiere haben sie mit eingebaut. Ne, die halt über den Horizont fliegen. Und ansonsten, was haben wir noch? Deer and Boars. Also Störche und Rehe oder Hirsche. Ja, ansonsten haben die so ein paar Sachen gefixt. Hier die Milchproduktion der Kühe haben sie gemacht. Es gibt verschiedene neue Icons auf der Map. Und so ein paar Sachen haben sie gefixt. Die haben wohl einen kleinen Fix für die englische Sprache gemacht. Und für die neue Deutsche haben wir gerade gehört. Die haben Garderobe mit eingebaut. Und auch, denke ich mal, alle anderen deutschen Sprecher. So, dann haben wir auch schon das erste Gebäude fertig. Ist auf jeden Fall richtig cool. Viele neue Features. Das war das Update von letzter Woche Mittwoch, also 0.5.7. Und dann gab es noch ein weiteres Update. Und zwar am Sonntag. Und zwar nennt sich das Fishing Update. Part 1. Also es wird auf jeden Fall noch ein weiterer Part kommen. Heißt letztendlich, was ist Inhalt dieses Updates, was am Sonntag kam, ist die Version 0.58. Und da ist es so, dass man, dass sich wohl die, wenn man jetzt übers Feld fährt, kennt man das ja, staubt ein bisschen und so weiter, dass die Fahrzeuge dann wohl dreckig werden. Okay. Aha. Wetterabhängig, okay. Je nach Terrain, wo wir durchfahren. Und man kann die wohl in der Fuel Station, also sprich da, wo man auch sein Auto auftankt, ne, kann ich auch nochmal in einem anderen Video vielleicht mal zeigen, kann man das sogar waschen. Okay. Und was sie noch mit reinpacken wollen, ist wohl, dass man dann auch mit dem, dass man das so hier wie zum Beispiel jetzt hier, wie wir eine Reparatur machen, dass man sich da wahrscheinlich dann so ein Tuch schnappt oder irgendwie so einen Hochdruckreiniger und das dann abspritzen kann. Ist noch geplant. Steht zumindest hier drin. Dann sind diese Bus-Stops, die ich gerade schon demonstriert habe, neu mit dabei. Es gibt Fische im Wasser. Das ist auch ganz cool. Ansonsten haben wir noch... Was haben wir noch hier? Ich guck mal gut. Okay, es gibt diese... Wie heißt denn das? Diese Fishing Route. Man kann eine Angel kaufen. So rum. Ne? Und kann es dann ins Wasser schmeißen. Okay. Kann man denn auch schon fischen? Okay. Jo, kann man. Ja, man braucht aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit. Man kann auch den Playground, also den Spielplatz reparieren. Ne, das habe ich euch gerade auch schon gezeigt. Ansonsten sind so verschiedene Sachen verbessert worden. So ein paar Sachen wurden ergänzt. Ich guck mal kurz. Ein paar Steine wurden entfernt. Bei Olivers Farm wurde ein bisschen was gemacht. Ja, auf jeden Fall, die Entwickler haben auf jeden Fall
sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Es werden auf jeden Fall noch viele, viele Features kommen, worauf ich mich schon echt freue, mit euch gemeinsam das dann auch zu erleben. Und das ist mal so ein kurzer Abriss, was jetzt Stand der Dinge ist hier bei Farmers Dynasty. Und dann machen wir das mal soweit fertig. Hier und werden dann letztendlich, ja, mal schauen, was wir dann in der nächsten Folge machen, beziehungsweise erstmal das hier fertig machen, das können wir abbauen, okay. Dann haben wir auch gleich das zweite Gebäude fertig. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch ein drittes. So, das sieht doch schon mal gut aus. Oben habe ich dann mal die Holzdiele verwendet, die ich gerade mit eingesackt habe. Gucken wir nochmal drinnen, was wir da haben. Ach, da haben wir auch was zu tun. Nehmen wir auch mal so eine Holzdiele hier, so eine neue. Mal gucken, wie das dann aussieht. Da können wir schon mal so ein bisschen farblich schauen. Ja, das sieht gut aus, würde ich sagen. Ne? Können wir dann auch irgendwann mal machen, wenn wir uns diesen komischen Transporter dann leisten können. Aber dafür müssen wir noch ganz, ganz viel... Oh, ich kriege schon wieder Hunger hier. Da wollen wir erstmal was reinballern. Oha. So, ich würde sagen, wir ernähren uns mal gesund, trinken einen Schluck Milch und... Ja. Oder? Ja. Schluck Milch und ballern uns noch einen Apfel rein, ne? Weil, wenn man jetzt zu schwer essen würde, dann wird es natürlich quer im Magen liegen. Ist auch nicht so toll, ne? So, dann haben wir das gleich fertig. So. Ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gelungen, das Ganze. Machen natürlich jetzt mal was wir schon häufiger gemacht haben. Werden uns dann auch in den nächsten Folgen mal schauen, was wir noch so alles Feines finden und was wir so machen können. Unser Rapsfeld müssen wir noch abernten, dann mal nach den Tomaten schauen. So. Franks Provision, okay. Ja gut, ein Gebäude haben wir noch. Ja. 17.21 Uhr. So, da müssen wir uns ein bisschen sputen. So, machen wir das auch noch hier fertig. Auf jeden Fall müssen wir unser Rapsfeld noch abernten. Dann brauchen wir, glaube ich, wenn wir das abgeerntet haben, irgendwo gab es noch eine Sämaschine. Die müssen wir uns, glaube ich, auch noch besorgen dann. So langsam wird das hier. Also so langsam entwickelt sich das. Wir sind jetzt auch schon mittlerweile in der 15. Folge. Und ich kann da teilweise nicht aufhören hier mit dem Spiel. Na, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist echt, weiß ich nicht, Suchtfaktor 2.0, ne? Weil wir immer nichts verpassen, neue Dinge machen, Geld verdienen, dann auch mal vielleicht das ein oder andere Gerät neu mit dazu kaufen. Tiere müssen wir noch machen, mit den Frauen müssen wir quatschen. Oh, also wir haben hier noch jede Menge zu tun. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich glaube, da baue ich ein Gerüst auf, oder? Mache ich das so? Ne, ich baue ein Gerüst auf. Oder gehen wir erstmal rein. So, dann machen wir mal weiter. Und man sieht schon im Hintergrund, die Sonne geht langsam unter. Okay, das Dach. Muss das auch noch machen? Müssen wir mal gucken. Naja, es geht nicht. Okay, vielleicht ist das so. Okay. Gut. Dann sei es so. Ja, ich bin immer noch hungrig. Ich weiß. So, wir sind fertig. Da können wir zu Frank aka Ohren zu halten, für die es nicht wissen wollen, Garderol, zurückgehen und werden in die frohe Kunde mitteilen, dass sein schöner Bauernhof wieder schick ist. So, hin zu ihm. So, Sonne geht bald unter. So gut wie neu. Gut, schaut stabil aus. In Ordnung, der Streuer gehört Ihnen. Sicher, danke. Bis später. Frank, aka, Ohren zu halten, bitte, Garderol.
Geil, ey. Tschüss. Lasst uns reden. Ah, ich will nur ein bisschen mit ihm quatschen. Guten Abend, mein Freund. Abend. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Auf einem angesiedelten Feld zu fahren, zerstört die Ernte. Mach es also nicht. Ja, sieht gut aus. Viel Glück. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cooler wäre natürlich gewesen, mein Name heißt, ne, ihr seid typischer Spruch, ne, Garderol und ist grammatikalisch falsch, ne? Ich will jetzt keinen imitieren oder so, ich zitiere das jetzt einfach mal. Das wäre natürlich richtig cool gewesen. Wobei der Garderol auch eine coole Socke ist. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte jetzt nicht zum Hof springen. Nein. So, wir springen wieder zu unserem Auto. Gucken wir mal ein bisschen hier rum. So, da ist, ist unser Auto. So, und jetzt fahren wir mal zurück. Machen ein bisschen Licht an. Das Hinterlicht ist noch ein bisschen grell. Also da müssen die Kollegen da noch mal ein bisschen Hand anlegen. Beziehungsweise das noch ein bisschen verbessern. Ich denke mal, es kommt noch. Soll ja auf jeden Fall dieses Jahr die Release-Version kommen. Guck mal, da angelt einer. Ja. Sieht auf jeden Fall schon alles sehr, sehr schön hier aus. Ist noch ein bisschen lebendiger geworden, das Ganze. Schön wäre natürlich, wenn hier auch so ein paar Leute rumlaufen würden. Machen sie ja schon, habe ich ja schon gesehen. Den einen, den wir gerade angequatscht haben, der wollte halt nicht mitfahren. Und, ja. Ach, guck mal, da rennt doch einer rum. Ist ja toll. Ist der Daywalker oder wer ist das? Hallo, wollen Sie mitfahren, junger Mann? Hallo? Lassen Sie mal stehen. Hallöchen. Guten Tag. Hi. Guten Abend. Schönes Wetter, nicht wahr? Scheiß Klischee. Das ist es. Diese Politiker, was denken die sich? Die Kraftstoffpreise sind unverschämt. Jemand muss was dagegen unternehmen. Mal gucken, ob der Arbeit für uns hat. Und mal gucken. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt ein zerpflügendes Feld in der Nähe. Willst du das übernehmen? Oh, 1500. Oh, das machen wir doch direkt, du. Klasse. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Jo, das machen wir jetzt. Beziehungsweise nicht jetzt. Ne? Bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja, wenn wir wieder hier Farmers Dynasty präsentieren und müssen dann das Feld abernten. Ja, das sieht schon mal gut aus. Bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß auf dem Kanal. Fleißig Kommentare drunter schreiben und ja, vielleicht auch ein Abo dalassen. Bis dahin, euer Homer. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Auf Wiedersehen.